Jetzt fahr doch nicht so schnell. Ist er links weitergefahren oder ist er rechts? Er ist hier, er ist bei der Tankstelle. Er kommt jetzt gerade von Vinewood aus. Ich hab ihn blockiert. Boah, oder auch nicht. Herzlich willkommen zurück zur Katerjagd. Es ist lange her, aber endlich geht's mal wieder los. Hier zusammen mit Gin Tonic, Stratos, Progammler, Drache, Basti und Mr. Lost. Ich glaube, ich habe tatsächlich alle. Doch? Der eine heißt Basti. Bitte? Dustin, Entschuldigung. Dustin, nicht Basti. Nichts gegen Basti, aber es ist Dustin. Okay, wir stehen jetzt am Pier. Ihr kennt vermutlich das Spiel. Ich steige jetzt in meinen Lokomat, den ich nicht hierfür benutze, sondern ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Es ist... Ja, kannst du machen. Ich denke... Oh, jetzt ist gerade 19 Uhr durch, ne? 19:30 Uhr. Jetzt warten wir hier ewig. Und es ist fast 19:30 Uhr. Komm schon, komm schon, komm schon. Handbremse geht nicht. Okay, jetzt fahre ich los. Gut. Also, es geht darum, dass ich keine unschuldigen Leute überfahre, sondern ich fahre jetzt in diese wundervolle Stadt und versuche, ein bisschen abzutauchen. In 2 Minuten werden die mir folgen. Weshalb? Weil ich nicht dieses Auto benutzen will. Wenn ich mal schnell mein Auto wechsle, ich bin wieder super nervös, obwohl ich 2 Minuten Zeit habe. 2 Minuten sind nicht so kurz, wie ich denke. 2 Minuten sind aber auch nicht so lang, dass ich Zeit hätte. Jetzt stehe ich hier blöd rum. Letztes Mal war ich beim Friseur erst, also alles gut. Nachtclub, glaube ich. Yes, ich habe ein Auto vorbereitet extra hierfür. Das extra unauffällig ist. Beziehungsweise diesmal nicht. Ich will diesmal nicht unauffällig sein. Ich will diesmal auffällig sein und frech und... Oh Gott, das wird ein Desaster. Normalerweise tauche ich halt in diesem Spiel ab. Ich muss 24 Stunden im Spiel überleben. Das sind 48 Minuten Wirklichkeit. Und ich frage mich gerade, ob das alles eine gute Idee war. Jedenfalls. Ja, Moment. Hier ist falsch eingestellt. Ich verstecke mich, versuche ein bisschen abzutauchen. Eigentlich. Ich bin auf der Flucht und... Geht wieder? Und die, ich bin auf der Flucht und die anderen wollen mich fangen. Sie dürfen nur Pistolen benutzen und nur, sobald sie aus dem Auto ausgestiegen sind. Ansonsten dürfen sie nicht auf mich schießen. Sie haben Fahrzeugbeschränkungen. Das schnellsterlaubte ist ein Karin Sultan, den immer noch keiner genommen hat. Das ist komisch. Es ist nicht hilfreich, dass ich so nervös bin. Wieso bin ich so nervös? Das ist nur ein Spiel. Oh, in 5 Sekunden fahren die los. Was? Jetzt schon? Auf geht's, los geht's, losfahren, los, 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 Attacke! habt ihr gehört, Attacke? Yes, Attacke! Ja! Sind schon dabei! Oh, Entschuldigung. Die Sache ist halt die, ich hab mir gedacht, letztes Mal hatte ich einen News-Van, der so ziemlich überall untertaucht, egal wo man gerade ist. Der fällt nirgendwo auf. Ich bin komplett rumgefahren. Niemand hat mich gesehen, der Hubschrauber hat vor mir gehalten, hat mich angeguckt, ich wurde nicht erkannt. Ich habe mich vorher beim Friseur verändert, ich habe mich umgezogen, alles. Dieses Mal will ich ihnen auch eine bessere Chance geben, mich zu fassen, denn die Jäger sollen ja auch Spaß haben. Es geht mir tatsächlich hauptsächlich um den Spaß der Jäger und um euch, meine Zuschauer. Das ist tatsächlich das Gleiche, denn wer mehr mitmachen möchte, einfach in den Discord, Link dazu ist in der Beschreibung des Videos. Und einfach mich anschreiben oder schreiben so, hey, ich hätte voll Lust, auch mal bei der Katerjagd mitzumachen. Das wird immer wieder passieren. Unregelmäßig, aber immer wieder. Und ja, deshalb fahre ich jetzt dieses Auto. Wir haben ein Penumbra, Maibatsu Penumbra FF. Das ist quasi ein Mitsubishi Eclipse 1 ist. Der hat Allrad, der hat Geländereifen für, falls es regnet, dann sind die hilfreich. Er hat Unterbodenbeleuchtung und grünen Lack für den Unauffälligkeitsfaktor, der komplett zum Fenster raus ist. Aber wie gesagt, darum geht's auch nicht. Ich will auffallen, ich will Verfolgungsjagden, ich will Action. Und ich hoffe, dass ich mit dem Allrad und der Leistung des Wagens
eine Chance habe, ein bisschen zu überleben. Ich glaube nicht, dass ich es gewinnen werde. Wobei wir nicht so viele Jäger haben, was ein bisschen schade ist. Deswegen, wenn du mitmachen möchtest und mindestens 16 Jahre alt bist, dann melde dich bitte. Ich freue mich drauf. Ich düse hier so planlos durch die Gegend. Normalerweise achte ich tatsächlich auf sowas wie den Verkehr, weil ich halt nicht auffallen will. Da halte ich mich an die Verkehrsregeln. Letztes Mal bin ich mit Lenkrad gefahren, um präzise zu lenken. Jetzt fahre ich halt, wie man GTA fährt. Allerdings sollte ich mein Auto nicht kaputt fahren, denn ich brauche das noch. Und jetzt bin ich... Da ist der Hubschrauber! Hat er mich nicht gesehen? Ist das sein Ernst? Okay, gut. Ich fahre weiter in die Richtung. Ganz so einfach muss ich es Ihnen auch nicht machen. Ich weiß gerade gar nicht, wer im Heli sitzt. Wer fährt denn mit einem Mitsubishi Eclipse rum? Nein. Grünen? Mit grüner Unterbildung? Ich bin hier gerade bei diesem Helikopterlandeplatz mit dem See. Also mit dem Wasser. Also okay. Unter Bodenbeleuchtung hat dieser Kuh. Da verfolgt den mal. Ja, bin schon dabei. Limousine. Ja, das ist der Mitsubishi Eclipse, der grüne aus Fast and Furious. Das fährt mir gerade davon. Ich habe tatsächlich den Wagen schon. Ich hatte den Wagen vorher in schön. Also wer jetzt sagt, oh Gott, Loco, was hast du getan? Wieso The Fast and Furious 1? Weil es geht. Die Lackierung geht halt. Und ich dachte mir, das ist doch passend, weil. Und das ist eine Sackgasse. Ich höre den Hubschrauber. Jedenfalls fand ich das witzig, für diese Folge quasi Fast and Furious Anspielung zu machen. Vorher war der schön, jetzt habe ich den Wagen schon ewig so rumstehen. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen fahren geübt mit dem Kleinen. Und der ist echt nicht langsam. Okay. Das ist übrigens der Trick aus Need for Speed Most Wanted, das alte von 2005, wie man Hubschrauber verliert. Da, da ist er! Oh, da ist ein Corsa. Da war der Corsa einfach hinter mir. Und er schießt nicht schlecht. Holla, die Waldfee. Ist jetzt genau wieder in die gegensätzliche Richtung gefahren, wo wir langgekommen sind. Ich habe tatsächlich nicht so die größte Ahnung, wo ich gerade langfahre. Aber Alter, war der schnell aus dem Auto raus und hat geschossen. Nicht schlecht. Viele Leute zögern dann erst und denken sich, ist der das wirklich? Okay, ich habe noch alle Scheinwerfer. Die Polizei wird mich nicht anhalten. Und ich möchte jetzt mal kurz betonen, dass ich noch nirgendwo gegengefahren bin. Wer meine Videos kennt, der weiß, das ist, wie die Passantin da gerade gesagt hat. Wow. Mit dem Auto bist du halt ganz schnell am anderen Ende der Stadt. Finde ich aber gut, dass es uns nicht so schwer macht. Letztes Mal haben wir ja nichts gefunden. Das ist auch schon, wenn er auffällig ist, nicht gerade leicht. Genau, ich darf nicht vergessen, es gibt eine Taste, von der ich lange nicht weiß. C. Ist auf den meisten Tastaturen mit drauf. Damit kann man nach hinten gucken. Denn die werden nicht hinter mir herfahren und hupen, um auf sich aufmerksam zu machen. Obwohl, solange sie hinter mir herfahren, ist es okay. Weil bis die angehalten haben und ausgestiegen sind, können sie nicht wirklich auf mich schießen. Boah, wie ich eben echt Angst hatte im Eclipse, dass der Corsa mich einholt. Das Problem ist halt immer, wenn man in einer geraden Linie flieht, die Projektile werden dich einholen. Der hat so ganz schön Gas gegeben, oder das war ein NPC. Ich hatte auch überlegt, ob ich mich in den Verkehr einfügen soll, damit ich nicht auffalle, aber ganz ehrlich, bitte, da ist ein Jäger, oder? Nee, ich dachte, ey! Ich glaube, mit der Unterbodenleuchte kann ich das vergessen, mit dem unauffälligen Verkehr untertauchen. Ich dachte, ich hätte einen Hubschrauber gehört. Wir könnten auch ganz frech zum Steg zurückfahren. Ich glaube, er hat mittlerweile Wagen gewechselt. Ja, wahrscheinlich. Schätze ich auch mal. Aber auf jeden Fall sein eigenes Auto. Eine gute Idee. Hast du ihn sehen können, den Charakter? Ja, ja. Wie sah der aus? Ja, schwarze Haare, also wirklich tief schwarz, schwarzer Pulli, alles, seine Gesichtsbemalung. Ich bin gar nicht nach Hause. Okay. Nein, kein bisschen. In den Hafen wollte ich schon immer mal fahren, richtig. Wir fahren jetzt in den Hafen. Wo bin ich? Ich kenne mich aus. Ich kenne mich tatsächlich relativ gut aus, aber ich bin nicht so gut im Wege finden. Man fährt ja dann doch immer nach Navi, ne? Versuchen, ein paar Monster-Stunts zu machen. Wo sind die denn?
Ich will sie halt auch nicht doof ärgern, indem ich hier die ganze Zeit Vollgas fahre. Aber ich habe halt so ein bisschen Fluchtreflex. Die Sache ist die, ich nehme das Spiel halt recht ernst und ich möchte schon eine Zeit lang überleben. Und da werde ich nervös, weil ich mal viel zu viel Zeit vergehen lasse zwischen den verschiedenen Jagden. Hier geht's zum Flughafen, nicht zum Hafen. Ist das trotzdem? Funktioniert das trotzdem? Ich verstehe dich nicht, Vespi. Achso. Warte mal, da geht's zum Flughafen. Hier geht's, glaube ich, zum Hafen. Das sieht keiner. Unauffälligste Auto aller Zeiten. Ja, macht Spaß. Wie gesagt, ich möchte halt auch nicht die ganze Zeit gnadenlos davonfahren, denn mein Auto ist durchaus schneller. Was sie tun müssen, um mich einzufangen, ist gut kommunizieren und sich zusammenrotten. Dann haben sie durchaus eine Chance. Sie haben einen Hubschrauber. Ich bin nicht schneller als der Hubschrauber. Glaube ich nicht, dass ich schneller bin als der Hubschrauber. Wir können Hubschrauber ja mal suchen. Hier ist keiner. Diese ganzen Brücken hier, Alter, wer hat sich das ausgedacht? Je mehr Jäger es sind, desto spannender wird es natürlich auch, weil es schwieriger wird für mich. Boah, es ist so verlockend, jetzt diese Sprungschanze da zu nehmen, aber dann ist mein Fahrwerk Toast, das lasse ich lieber. Jetzt bin ich zum Flughafen gefahren. Ich wollte zum Hafen. Okay. Da ist ein Hubschrauber. Ist das ein NPC oder? Nee, das ist er. Das ist er! Oder? Nee, ich glaube nicht, dass er das ist. Das ist ein NPC-Hubschrauber. Oh, mir fällt gerade auf, dass ich sogar daran gedacht habe, die Scheiben des Wagens komplett dunkel zu tönen, damit man nicht so schnell sieht, wo mein Kopf ist. Wenn man auf mich schießen möchte. Ich möchte tatsächlich so ein bisschen Katze-Maus spielen. Die Frage ist nur, wer ist die Katze? Wenn ich einen sehe, dann möchte ich mich gerne ein bisschen um ihn rumtümmeln. Warte, wir können uns ein bisschen sichtbarer machen, glaube ich, ohne großen Schaden. Ich kann es ja mal versuchen. Hier so. Immer wenn ich das mache, sieht das keiner. Wo sind wir jetzt? Jetzt bin ich bald im Hafen, oder? Ich habe das Gefühl... Das ist der Zug. Da ist der Hubschrauber. Yep, das ist er. Wir können uns auch unauffällig hinter den Zug hängen. Vielleicht ist das eine gute Tarnung. Guck mal, hier sieht mich keiner. Ich könnte auch Licht ausschalten, das wäre eigentlich eine gute Taktik, aber... Irgendwie will ich gerade gefunden werden. Es ist ein bisschen auffällig, dass ich gefunden werden will, oder? Ich meine, sieht man das? Ich kann auch nicht direkt nach oben gucken wegen Hubschrauber. Huh. Wo ist denn der jetzt hingedüsselt? Das Spiel ist echt hübsch so optisch, ne? Da haben sie einiges noch nachträglich reingesteckt. Hm. Okay, wo tümmeln sich Jäger denn so rum? Wenn ich ein Jäger wäre, wo wäre ich? Ich hätte mich wahrscheinlich verfahren. Ich war mal bei den Jägern und es kann anstrengend sein. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich Jäger finde. Ich mache das auch nicht immer so wie hier. Wenn ihr die anderen Videos seht, dann seht ihr das. Oft habe ich halt Autos, die nicht so auffällig sind und versuche ein bisschen unterzutauchen, wo ich dann durchaus schneller zu fassen bin. Und ich hatte auch mal schnelle Autos und wurde damit gefasst. So wie der gefahren ist, dachte ich gerade, es wäre ein Jäger. Aber das Problem haben die Jäger halt auch. Das NPC teilweise so seltsam fahren, dass man denkt, das muss er sein. Er ist halt dann nur ein NPC. Ich glaube, ich muss hier abbiegen. Ich fahre tatsächlich gerade so grob nach Verkehrsregeln. Das Einzige, was ich nicht beachte, sind Ampeln und Geschwindigkeitsregeln. Aber die Spur, die halte ich. Da ist der Eclipse. Ich habe ihn, er ist vor mir. Nicht klug wäre es vom Jäger aus, sich hinter mir einzureihen. Okay, und Überholregeln beachte ich auch nicht. Was ist das hinter mir? Das ist Jin. Das ist Jin. Aber der fährt noch, ja? Ja, aber wie?
Ja, ja, der fährt richtig aggressiv. Nein, nicht rammen. Jetzt hat er gehupt. Wieso hat er gehupt? Ich wollte ihn ein bisschen ärgern. Ich scheine ihn in der Nebenstraße verloren zu haben. Er ist... Nee, jetzt kommt er mir wieder entgegen. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen geärgert. War das noch in Sichtweite oder nicht? Ah, ich glaube, da war er. Boah, bitte, bitte sag mir, dass da vorne ist er. Also ich habe ihn jetzt auf der riesengroßen Kreuzung unterhalb vom Los Santos Customs gesehen. Er ist okay. Wieder vor mir. Kann er sich spawnen, teleporten? Nein. Eigentlich nicht. Dann fährt er wirklich, als wäre er nicht geimpft. Ich versuche ihn einigermaßen wissen zu lassen, wo ich bin, damit sie eine Chance haben. Dann kann er nämlich seine Freunde rufen, wenn er klug ist. Es steht da denn und schmollt? Guck mal, das Fiese ist, du kannst halt hier einfach auf die Autobahn. Jetzt hat er mich garantiert verloren, denn das hat er mit Sicherheit nicht. Das Problem ist, ich habe ihn auch verloren. Ich bin noch nie in diesen Tunnel gefahren, aber finde ich auch ein bisschen unfair. Autobahn ist ein bisschen doof, finde ich. Ich habe ihn verloren, mal wieder. Ich habe ihn. Er ist wieder im Krankenhaus. Oh, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier fahre ich irgendwann... Nee, hier fahre ich nicht außerorts. Welches Krankenhaus? Hier fahre ich gegen Süden. Das ist gut, ich wollte eh zum Hafen. Ja, das ist okay. Wo ist Mr. Tonic? Hinter mir ist ein Jäger. Der da, guck mal. Siehst du das? Der fährt so seltsam. Ich kann nicht nur Jäger sein. Okay, der Heli hat mich. Aber ich habe ihn verloren. Richtung Osten. Okay, ich fahre Richtung Osten. Ich habe ihn gerade auf dem Highway gesehen, jetzt ist er weg. Ich darf mir ein bisschen Geschwindigkeit erlauben, denn der sollte mich so schnell nicht wieder verlieren, denke ich. Ja. War da nicht eben noch ein Jäger? Ich glaube, ich verfolge ihn noch. Warte mal, wir gucken mal, ob jetzt ein Jäger kommt. Ja, da kommt einer. Er hat kein Licht mehr, das ist tückisch. Kommt auf den Highway wieder zurück, genau denselben Highway wieder zurück. Nee, dreht wieder um, fährt im Gegenverkehr. Hallo. Richtung, jetzt bei dem Wasserturm. Hafen. Okay, also mit 6 Gigan geht das scheinbar mit dem schnellen Auto. Ich hoffe, sie ärgern sich nicht. Was für ein Wasserturm. Was für ein Wasserturm. Also ich mir so ein bisschen necken will ich es ja schon, aber wirklich ärgern will ich euch als Mitspieler natürlich nicht. Aber es wäre wirklich eine Kunst für den Heli, mich zu verlieren. So, jetzt mal das riskieren, was wir in der einen Folge riskiert haben und wobei wir richtig auf die Nase gefallen sind. Wir fahren über die Brücke, die ziemlich lang ist. Aber letztes Mal wollte ich auch untertauchen, als ich hier war. Ist der Corsa noch hinter mir? Der Heli ist auf jeden Fall. Da kommt der Corsa, aber auf der falschen Straßenseite. Achso, die Straßenseite kann man zwischendurch wechseln. Okay. Tatsächlich glaube ich, was ich dem Hubschrauber nicht sagen sollte, ist, er ist ein normaler Teilnehmer und dürfte mich auch rammen. Aber die Frage ist auch, ob das nur für ihn schlecht, nur für mich schlecht wäre oder auch für ihn. Jetzt fahre ich in den Hafen. Das ist eine halbe Sackgasse. In dem Zwischenstück zwischen Flughafen und Hafen quasi. Alles klar. Da war vor der Pfosten. Könnte ein Club gehen, ne? Stratos Club. Wie machen wir das jetzt? Ich wollte mich jetzt direkt gegenüberstellen und ihn dann entgegenfahren, aber ich glaube, dann schießen sie. Ah, der hat angehalten. Ja, bis wollen aber ganz schöne Reichweite. Ich bin immer noch dran. Mal ein bisschen im Hafen spielen. Riskiere ich natürlich ins Wasser zu fahren, ne? Ach, die Regel, die ich nicht gesagt habe vorhin, war, ein Jäger, der stirbt, ist tot. Das habe ich nicht bedacht. Ich dachte, da kann ich durch. War da nicht eben noch ein Corsa? Ja, natürlich witzig, die Sprungschanze zu nehmen, aber wenn das schief geht, dann habe ich ein Problem. Wer versucht sich gerade hinterm Gebäude zu verstecken? Obwohl. Witzig wäre es schon, oder? Ah, nee, das ist schon mal richtig schief gegangen. Hier ist kein Jäger. Doch, da.
Da ist ein Jäger. Hat da jemand mit der Flair geschossen? Nee, doch nicht. Ach, guck mal. Oh, ich mag das. Ja. Moin. Ich glaube, ich sollte aus dem Hafen raus. Aber das war immer noch nicht... Ich warte halt auf den großen Pulk. Ich will erst dann richtig frech und schnell werden, wenn der große Pulk bei mir ist. Weil vorher... Oha, du bist nicht der große Pulk, das meinte ich nicht. Vorher ist es halt ein bisschen... Ich fühle mich gerade ein bisschen overpowered mit dem Auto. Okay, okay, okay. So, Schlangenlinien fahren, nicht in einer geraden Linie flüchten. Ja, wieso nicht? Ich meine, ist auch schön, ne? Das Gute ist auch, er muss jetzt erstmal... Nee, er ist schon wieder drin. Alter, der ist schnell. Die sind schnell, das gefällt mir. Irgendwas ist explodiert. Der Heli war es nicht, okay. Ja! Ist immer noch Fast and Furious. Was ist normal, was ist realistisch? Ich bin gespannt, wie der Hubschrauber kommentiert, weil daran hängt alles. Aber da kommt schon der Jäger die Rampe runter da hinten. Soll ein bisschen nach vorne gucken, denn Wasserkühlung hat der Wagen nicht. Und doch hat er. Was rede ich denn hier? Okay, wo geht's hier lang? Hier war ich noch nie. Wow! Okay. Oh, wir haben zwei Jäger hinter uns, okay. Oh Gott, Gott sei Punk ist hier eine Straße. Naja, Straße ist gut, das war ein Parkplatz. Aber ich bin beeindruckt, wie schnell die mir folgen mit diesen wirklich Standard-Autos da. Komm mit, ich will euch was zeigen. Ich weiß noch nicht was, aber... Ja, dass der Hubschrauber vielleicht landet und auf mich schießt. Das hatten wir auch schon mal und das ist klug, denn damit rechnet man nicht unbedingt. Nein, nicht die Tür öffnen! Oh, meine Tür ist nicht mehr ganz zu. Okay, wir haben... Ich habe tatsächlich Stratos bis zum extra gekauften Auto noch nicht gesehen. Wir haben 6 Jäger. Ich habe bisher nur 2 auf einem Haufen gesehen. Jetzt habe ich alle wieder verloren. Och man, wo sind meine Freunde? Wo bin ich hier? Das ist immer ein guter Anfang für eine Fluchtposition. Hm. Ich fahre mal wieder zurück. Okay, ich habe scheinbar wirklich ein gutes Auto ausgesucht, aber ich habe das Gefühl, es ist zu gut. Was mich ein bisschen tatsächlich auch ärgert. Aber jetzt ziehen wir es halt durch. Ich hatte auf mehr Jäger gehofft im Anfang. Mit mehr Jägern hast du halt auch mit schnellen Auto keine große Chance. Ach, da ist der Hubschrauber. Okay. Der ist mir wenigstens treu. Ich weiß nicht, wie man hier normal fährt. Ich springe über den grünen Haufen sonst immer, wenn ich GTA spiele. Jetzt ist ein Taco-Wagen da. Bei Rallye will ich immer einen Taco-Wagen haben. Jetzt ist da einer. Du siehst mich nicht. Oh, ich bin an ihm dran. Er fährt jetzt Richtung Flughafen. Schön, dass gerade ein NPC mich darauf hingewiesen hat, dass man das filmen sollte. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie schnell Stratos Auto ist. Aber es ist schön, ihn auch mal zu sehen. Au, au, au. Der Vorteil ist halt, wenn ich solche Wendemanöver mache, vor allem gegenüber so Autos wie dem von Stratos. Er dreht wieder, fährt wieder Richtung Arena. Warte mal, wie groß ist die Autobahnkreuz? Kann ich die ganze Zeit über das Autobahnkreuz juckeln hier hin und her? Boah, das ist ein Bus. Ja, nicht so richtig. Gegenverkehr ist nicht so gesund. Wo ist El Strato? Hä? Hm. Ich blockiere den jetzt, ich blockiere den. Okay, meine Strategie ist gut. Wow, da ist er! Ja, nein, und er ist die Brücke runtergefallen. Ja, das ist alles Strategie. Das ist Absicht. Gar kein Problem. Versucht das jetzt auch? Ja, er hat's versucht. Okay.
Auf einmal war er da. Boah, der Hubschrauber ist fein abgestürzt. Vorsicht. Es macht schon wirklich Spaß, mit euch zu spielen. Es ist ein bisschen schade, dass ich dabei nicht mit euch reden kann, denn ich kommentiere ja und dann würde ich ja verraten, was ich so treibe. Man könnte mal versuchen, den Heli zu verlieren. Andererseits fände ich es echt schön, wenn wir so eine Art Showdown mit allen Jägern hinkriegen. Dafür müsste ich allerdings auf irgendwas zufahren, wo sie wissen, da wird er landen. Das könnte ihnen helfen, ne? Warte mal, wir können ja mal... Was kennt jeder? Jeder kennt das Casino, oder? Oder den Maze Tower. Die Maze Bank kennt jeder. Da fahre ich jetzt hin. Weil das ist so ein Orientierungspunkt, den jeder wieder kennt. Den jetzt siehst du halt. Mein Heli soll jetzt mitkommen. Okay. Wir fahren jetzt zur Maze Bank. Und das ist schrecklich, denn das ist die Innenstadt. Hallo? Ich hab ihn wieder. Alles gut. Witterung aufgenommen? Sehr gut. Jetzt wäre es natürlich richtig fies, wenn ich hier unten runter. Solchen Unfug treibe. Wobei er seine Kamera ja auch drehen kann, aber. Jetzt ist er wahrscheinlich in die Richtung weitergeflogen, ne? Unter der Brücke habe ich ihn jetzt verloren. Bin ich gerade so einfach den Heli losgeworden? Sehen, ich bin bei der Brücke. Ja, er ist immer noch hier unter der Brücke. Ja, gut, wenn du die ganze Zeit davon ausgehst, dass dein Ziel Gas gibt. Er hat mich auch wieder umgedreht und gesagt, Moment mal. Ach, guck mal hier. Ich glaube, der Wagen liegt zu tief für die Treppenstufen auf dem Platz da. Das ist schade. Wo ist denn jetzt der Bank Tower? Hier, glaube ich. Kann man um den rumgurken? So, dass wir einen Orientierungspunkt haben? Ja, so ein bisschen hier durch die Tiefgarage, ne? Der Heli verliert mich zwar, aber der Stratos verliert mich so, nicht so schnell. Das ist nicht offen! Für die Mission ist das immer offen! Na gut, dass er die Einfahrt verpasst hat. Oh Gott, wo bin ich? Ich bin auf einem Parkplatz, den ich nicht kenne. Ich mag es nicht. Oh, warte mal. Wie lange können wir das machen mit ihm, bis er merkt, dass er veräppelt wird? Oh, der Heli ist gelandet. So lange kann man das machen. Oh mein Gott. Okay. Hier, die Tiefgaragen sind auch nicht offen. Man sollte sich nicht auf Dinge verlassen, die man aus Missionen kennt, Loco. Ich hab ihn verloren. Ja. Jetzt bin ich beide los wahrscheinlich, ne? Sehr ärgerlich. Einmal kurz durchatmen. Da ist die rote Libelle. Hey! Hey! Das ist der Corsa. Ich wollte gerade sagen, der Corsa fährt jetzt auch im normalen Verkehr rum? Nein! Einfach nur nein. Vor allem der Corsa ist schnell im Aussteigen und Schießen. Der ist auch gar nicht so unwendig. Ja, der kann gut fahren, der Junge. Ich habe keinen wirklichen Plan, falls ihr euch das fragt, welchen Plan ich hege. Yay! Oh, der ist aber nicht schön gelandet. Ja, Moment, jetzt habe ich doch einen Plan. Ich war noch nicht in den Vinewood Hills. Die Vinewood Hills sind tückisch. Ah, ich glaube, wir haben zwei Jäger, die sich gegenseitig rammen. Oh, der ist ausgestiegen. Ah, der schießt gut. Ja, ich höre die Schüsse. Die Vinewood Hills sind tückisch für mich und geben eine Chance den Jägern, denn in den Vinewood Hills kommt man nicht auf hohe Geschwindigkeiten. Edwin Irra. Die sind so kurvig. Da muss man fahren können und Glück haben. Okay, warte. Ich will kurz sagen, dass ich da abgebogen bin. Ja, aber ich da ist er. Er war oben, er ist jetzt Richtung SUV-Dinge, ne? Der grüne SUV ist hinter dir, Kollege. Ah, er hat's gesehen. Okay, dann fahren wir jetzt zu den Hills. Komm mit. Konzentrier dich. Links. Links, im Zweifel immer links. Es wäre so schön, wenn er hier vorbeifährt. Wenn er überhaupt mir schon so weit gefolgt ist, wenn ich nicht zu schnell war. Da ist er. Hab ihn verloren. Oh Leute, der überholt mich. Das macht schon Spaß. Deswegen habe ich ihn nicht gesehen, er war hinter mir. Der hat mich ein paar Mal umrundet, der hat mich richtig vorgeführt.
Weil ich bin nicht schnell genug, dass ich wirklich super schnell über die Karte bin, aber ich bin schnell genug, das Gelände fast zu verlassen. Das war der Baum. Dass ich halt irgendwo reinfahren kann und mich verstecken. Oh, ich weiß nicht, ob das klug ist. Ja. Das, dafür bin ich halt schnell genug. Und das ist schön. Das ist... Ich verliere gerade Freunde. Oh, ich verliere eine Motorhaube. Das kann er mitbekommen haben jetzt. Jetzt fahr doch nicht so schnell. Ist er links weitergefahren oder ist er rechts? Er ist hier, er ist bei der Tankstelle. Er kommt jetzt gerade von Vinewood aus. Ich habe ihn blockiert. Oder auch nicht. Was ist das schön? Das ist schon wie Vespi sich neben mir nicht einkriegt und versucht nicht laut loszulachen, weil die auch die Jäger hört. Ich glaube, ich habe am meisten Spaß. Du hast am meisten Spaß? Das ist schön. Wenn Vespi Spaß hat, dann haben die Leute, die das Video sehen, hoffentlich auch Spaß. Und wenn ihr das habt, ich weiß, ich will darum nicht betteln, aber tut mir einen Gefallen und drückt mal auf Like. Und schreibt mir, dass ihr in die Kommentare, dass ihr Spaß habt. Denn da freue ich mich sehr drüber und der Algorithmus auch. Und da gibt es mehr solcher Videos. Okay, wir haben beide Jäger hinter uns. Strato ist ein ziemlich guter Autofahrer. Ich will gerne mal versuchen. Wir haben noch 9 Stunden. Nee, die sind losgefahren um 20:30. Wir haben noch 10 Stunden zu leben. Oh Gott, jetzt bin ich so weit vorgefahren, dass ich nicht weiß, wo ich mich verstecken soll. Egal was ist, ich brauche eine Position mit Fluchtrichtung. Ach guck mal, da ist Stratos. Könnte man auch mal ärgern, ne? Ist jetzt links oder rechts? Ja, kommt doch runter! Links. Hey, moin! Noch ein Jäger. Ah, ich habe Stratos verloren. Er ist dann wahrscheinlich doch rechts abgebogen. Ah, da ist der Heli. Guck mal. Moment, die Jäger sind bei mir, aber der Heli nicht? Ich brauche eine fancy Hupe für sowas. Der springt nicht an auf das normale Gehup hier. Okay. Aufzeichnung läuft. Da kommt ein Jäger. Oh. Ja, das ist halt fies, wenn du nicht weißt, wo dein Ziel abbiegen wird. Okay, die Vinewood Hills sind tückisch für mich, aber auch für sie. Es regnet. Aber mein Fenster ist nicht kaputt. Das ist gut. Oh, das ist kein guter Fluchtpunkt. Und der Heli ist bei mir. Oh. Ich fahre hier wieder raus. Das ist nicht gut. Weil Fluchtpunkt, ein guter Fluchtpunkt hat eine längere Einfahrt, so dass ich schnell mehr auf mehr Geschwindigkeit komme und auch ein bisschen Ausweismöglichkeit habe. Genau. Der Heli ist direkt über mir. Bin genau drüber. Da bringt das hier alles nichts. Nein! Nein! Hab ihn! Nein! Ah. Ich jawohl! Nice! Ja. Ja. Bei einer Auffahrt. Nein! Bei einer Hauseinfahrt. Ich war zu frech. Hat er sich in der Garage versteckt. Oh, das war clever. Man hört mich nicht. Achso, hallo. Hallo. Ich hab mich zu sicher gefühlt. Tote reden nicht. Oh Gott. Oh Mann. Nice. Alter, ihr wart aber auch schnell im Aussteigen, Schießen und wieder einsteigen und losfahren. Ja, wir mussten ja dich jagen. Achso. Es war wirklich so amüsant, ey. Ich habe mich zwischendurch echt nicht eingekriegt vor Lachen, euch zu hören, ihn zu sehen, wie das da alles abläuft. Oh, ach, du warst das in dem Kübel hier. Ja. Der hat gut mitgehalten. Ja. Nee, das Ding wiegt ja nix. Und eine Tonne. Oh, also Mann. Hier die Einbauküche werde ich nie wieder benutzen für sowas. Ich fand's witzig. Das war richtig cool, ja. Vor allem, es hat so oft geklappt, dass ich mich in der Einfahrt versteckt und euch dann geärgert habe, dass ich zu sicher wurde. Aber ich freue mich. Weil ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass ich zu overpowered bin mit dem Ding und zu schnell. Aber zumindest ja, das auffällig. Definitiv. Das war schon mal fair. Was war fair? Dass es auffällig ist. Ja, das war auch Absicht, definitiv. Sehr schön. Das ist sehr witzig. Das freut mich. Da wir jetzt noch nicht die 50 Minuten erreicht haben, die diese Folgen alle gleich lang sind, ungefähr zumindest, damit ihr an der Videolänge nicht erkennt, ob ich gewinne oder nicht, kommen jetzt noch ein paar Ausschnitte aus einer vorherigen Jagd, in der ich als Jäger dabei war. Viel Spaß. Mit was für ein Auto ist er eigentlich unterwegs?
gewesen. Vorhin war es so eine Art Rennwagen in weiß mit so schrecklicher Farbkombination und Rennstreifen. Okay, dann weiß ich nicht. Kombination, also beschwer dich beim Pool-Logo-Designer. Sansa Skeleton ist gestorben. Baum findet's lustig. Baum hat Zeit zu tippen. Sag mal, der verspottet uns doch. Hä? Das heißt, es ist irgendwo so da, wo wir niemals suchen würden. Verspottet uns doch. Der Heli ist abgeschmiert. Wollte Baum nicht zu Fuß gehen? Warte mal, er hat angedeutet, dass er auch zu Fuß gehen will. Bis wann muss er überleben? Er ist um 21 los, oder? Nee, um 20:30? Ja. 20:30. 20:30 ist er los. Schieß noch einmal los. Yo. Okay. Mal gucken, wie ehrlich Baumsturm ist. PD. Hä? Das hilft nicht, oder? Ja, aber geil, wie geil das wäre, wenn es einfach stimmt. Und weil er damit spielt, dass keiner auf die Idee kommt. Ich fahr jetzt dahin. Ich bin auch gleich da. Ich bin auch am Meeting-Point gerade. Hä, aber wieso schreibt er so viel? Ja, ich habe wirklich den Verdacht, dass er zu Fuß unterwegs ist. Weil er ist bei einer Jagd zum Fuß gegangen und da meinte er, ob er das als Gejagter genauso machen darf. Und da habe ich gesagt, klar darfst du. Er so, cool. Ich kann es mir vorstellen, ja, dass das er... Stimmt, das hat er vorhin angedeutet. ...probiert. Ja. So, ich bin beim PD. Boah Gott, was hatte der denn an? Ist aber nichts. Was der anhatte? Ja, aber jetzt schaue ich auf Fußgänger. Ja, der hat sich mit Sicherheit. Der hat irgendwas an. Der hatte nämlich diesen bunten Anzug. Der hatte Tagklamotten. Aber Fußgänger ist aber auch ein komplett neuer Aspekt irgendwie. Ja. Das macht das ganze Spiel unendlich groß jetzt. Da der Fahrersturz sitzt. Kann er denn überhaupt so weit zu Fuß gekommen sein? Nein, aber wir können ja erst gefahren. Ja, er kann erst in die Stadt geheizt sein und dann ausgestiegen. Laufen. Achso, ja, stimmt. Wenn er klug ist, hat er sogar sein Auto versteckt. Das traue ich ihm zu. Oh, irgendwo auf dem Parkplatz in irgendeine Garage reingestellt. Ja. Dass es nicht einfach in der Straße steht, glaube ich nicht. Ich hub gerade die ganze Zeit Fußgänger an und warum ist irgendwo mit dem Auto unterwegs? Ja, das sind Prostituierte. Die will ich jetzt nicht gerade anbieten. Das Fiese ist, durch diese Idee, dass er vielleicht zu Fuß unterwegs ist, kann es jetzt sonst was sein und es ist irgendwie gerade. Einfach nur so hart veräppelt. Sein. Ja, das kann es halt nämlich auch sein. Das ja, aber was ist wenn er mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist? Am Ende fährt er Fahrrad. Vielleicht springt er auf den Zug und merkt, ich fahre aus der Map raus, springt runter und stirbt. Könnte ich mir zutrauen. Er ist tot, er ist tot, darf ich es nicht verraten. Fährt er den Zug oder wie? Er kann ja nicht mehr reden. Boah, das Fiese ist, wenn er zu Fuß unterwegs ist, kann er sofort reagieren, wenn er einen Jäger sieht. Der hat jetzt auch Kumpel noch gekillt, alter Schild, der killt uns alle. Was hat er gerade zum Schluss? Was war das letzte, was er gerade gesagt hat? What the fuck? Der hat Der hat gesagt, er ist im Zug oder was war das? Nein, Alpha hat gesagt, dass er im Zug ist, bevor er gestorben ist. Ja, du hast es recht. Hä? Wer ist gerade ganz schön schnell mit einer Kurve an mir vorbeigefahren? Was? Mit einem was? Das goldene Auto? Goldene Auto? Nein. Ich nicht. Keiner? Dann habe ich ihn. Sultan fährt hat doch. Wir sind im Osten noch tatsächlich da, in diesem komischen Ding. Er ist ab. Outplayed. Nein, Richtungs... Alter, wo fährt er jetzt hin? Da, wo Franklin wohnt, in der Straße. Wo er gewohnt hat. Bei seiner Tante. Ja, der nicht von Ghostfield, ja. Ja. Jetzt. Was soll mir Outplayed sagen? Wo geht's hier hin? Das geht langsam Richtung Stadt wieder rein. Wir sind bei Bennys ungefähr einmal vorbeigefahren. Okay, ich bin in den davon, glaube ich zumindest. Ja, bei der großen Baustelle sind wir jetzt direkt. Alter, er ist so schnell. Bei der ganz großen Baustelle jetzt fährt er Richtung Pier, also in die Richtung. Bei dem einen. Dann hat er Kompi das Auto geklaut. Oh, er fährt durch das Parkhaus. Oh, er hat sich. Nein! Nein, 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 nein! Alter, ey, und. Wir sind nur noch jetzt sein. Der killt einfach alle. Nur noch jetzt sein jetzt, Loco. Echt? Ja! Ja, aber ich hab doch keine Ahnung wo! Ich auch nicht! Und ich habe Angst! Ja, ich auch! Ich wollte gerade Richtung spielen! Ich denke so, what the fuck ist hier das? Der fährt vermutlich mit dem goldenen Sultan von Kompli, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin gleich auch näher Pier. Ja, ich glaube, das ist woanders. Ich fahr mal nach unten. Ich fahr gerade Richtung Osten.
Zu zweit ist natürlich jetzt echt. Hier stehen so viele Bäume am Rand, aber die sehen nicht aus wie er. Ich sehe was, was ihr nicht seht, und das sind Handwerker, Alter. Meint ihr jetzt eine Baustelle oder was? Jetzt spielt er mit uns, ich sehe was, was ihr nicht seht. Baum benutzt das System, denn er versteht es. Er benutzt es gegen mich. Die Karte ist frei zugänglich. Okay. Nur campen ist halt nicht erlaubt. Ich komme mal zu der großen Baustelle und schaue mich mal um. So, da ist eine Baumstelle. Baustelle. Die Baumstelle. Vom Helios sieht man natürlich jetzt reichlich viel. Sie auf der Baustelle, ich bin immer auf der Baustelle. Auf der Baustelle steht jemand. Auf der kleinen Baustelle. Neben der großen direkt. Weißt du, was ich meine? Nein. Direkt neben dem Freeway. Auf einer Ecke ist die Baustelle. Also ich will die Ferdi gesehen. Aber warte, da stehen drei Leute. Kann auch sein, dass ein NPC ist. Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich dazugestellt. Warte. So, große Baustelle bin ich gerade. Verdammt. Ich bin doch weiter davon entfernt. Ich teste mal was. Moment, ich habe gerade einen Schuss gehört. Das war ich, sorry. Da standen drei Leute zusammen. Ich dachte, vielleicht taucht der da unter, aber dann sind sie weggerannt und haben rumgeschrien. Ja, ich habe einen Schalldämpfer auf der Pistole. Das liegt einfach daran, wie ich GTA Online spiele. Ja. Und da läuft einer weg auf dem Bürgersteig. Ich habe keine Ahnung. Ja, kann ein NPC sein, so wonky wie er läuft. Das ist ein Handwerker, das ist ein NPC. Warte. Das ist nicht normal. Ich fahr den Bus hinterher. Der sieht aus wie so eine Warnhose. Fährst du den Bus hinterher? Ich prüf den. Der Bus hat gerade gedreht. Der dreht. Was? Der Bus hat gedreht? Was? Okay, ich folg dem Bus. Der biegt da vorne rechts ab. Ja, der fährt doch nicht normal. Das ist. Oh, Vespi, komm rein. Nein, Nachtschein geht nicht. Nein, das ist der. Ja, das ist der Bus. Lass dich nicht abknallen, ey. Das ist kein NPC. Denk dran, der hat ein MG. Dafür das? Der versucht mich zu rammen. Kannst du versuchen dran zu bleiben? Ich hol mir ein Auto. Ja, warte. Dann kann ich dich besser unterstützen. Okay. Ja, das steht hier aus, versucht mich zu erschießen. Ist ausgestiegen. Wie weit ich zwei Stückchen weiter? Ich komme. Oh, ich hab ein Tagesziel abgeschlossen, 10 Fahrzeuge stehlen. Stielen vor allem. Könnte das sein, dass er zu Fuß abbaut auch, ne? Ich kann nicht dahin fahren, ich hab keine Angst, dass er mich erschießt. Warte, ich fahr mal schnell vorbei. Da steht jemand direkt da rum. Ja, ich sehe ihn. Das ist nicht er. Geradeaus. Doch, das war ein Spieler. Ja, du hast gerade auf mich geschossen. Das war ein Spieler, das ist er. Ja, Gato, du hast gerade auf mich geschossen. Okay. Wieso stehst du da rum? Dann ist ja. Der ist hier nach unten gerannt. Der muss nach unten gerannt sein. Quatsch, jetzt habe ich den Heli abgestellt. Egal, ich bleib im Auto, weil das ist. Der muss da unten gerade sein. Ich sehe einen Kanal, schreibt er. Wow. Oh, jetzt wollen die Cops was von mir. Ernsthaft? Ich kenne von hier aus, du stehst im Kanal gegangen seid. Was ein Casino, sagt er. Er hat gesagt, er sieht ein Casino. Kanal. Ja, und danach hat er gesagt, und ein Casino. Nein, der Kanal. Und eine Tankstelle. Ja, ein Kanal, ein Casino und eine Tankstelle. Er schreibt mehrere Sachen. Ich hatte ihn doch gerade. Ich hatte ihn gerade. Kann nicht sein. Ich hatte ihn gerade. Und der hat mich hier bei mir. Der muss in der Nähe sein. Dann wollte der uns da weglocken. Der Bus ist weg. Der Bus ist weg. Was? Okay, dann bleibe ich im Auto. Den Bus finden wir wohl wieder, denke ich. Ich glaube, ich hole doch wieder den Heli, wenn ich den Bus damit. Der Bus fällt ja auf. Hier sind ziemlich viele Sterne. Sterne? Ja, Boulevard. Boulevard. Hell of Fame. Der will doch gefunden werden, ey. Walk of Fame. Oder Walk of Fame, genau. Ah, mein Gott. Hier, da sind die Sterne. Da fährt ein Bus. Ja? Ja, ziemlich Standard. Hier, er fährt mit seinem Sportwagen rum. Richtung Casino über den Boulevard. Geh ich mir Richtung Boulevard unterwegs? In seinem weißen Sportwagen. Quatsch, da hinten ist er. Okay. Fährt am Casino vorbei. Bitte render ihn wieder, danke. Ah. Hey. Der war hier eben. Wieso ist der verschwunden? Hä?
Hä? Er ist bei mir despawned. Wahrscheinlich war er zu schnell unterwegs und ich habe verloren. Warte, dann vermute ich einfach mal. Wenn man schnell Autos fährt, schnelles Auto fährt, fährt man am ehesten wahrscheinlich diese Straße entlang, denke ich. Radarturm. Oh, ein Radarturm. Das wäre im Norden. Norden ist das. Moin, Leicester. Der ist im Norden. Hä? Leicester ist doch nicht im Norden. Leicester wohnt doch im Industriegebiet. 06 geht in den Dienst. Oh, ernsthaft. Der ist an den PD. Am PD. Beim PD direkt ist ein... Wenn er zu Fuß ist, vielleicht. Ich vermute, er fährt nur vorbei und kommentiert es dann. Ja. Yeah. Ich hab auch keine Ahnung. Ja, klar, aber er kann ja jeder sein. Schicker Corsa? Hä? Was weiß ich, wo ein Corsa ist? Steht da ein Pier oder was? Am Pier steht ein Corsa. Ja. Ja gut, das ist ja die einzige Möglichkeit, um uns zu sagen, dass da ein Corsa steht, weil... Wo sollen wir sonst wissen, wo ein Corsa ist, als beim Spawnpunkt, wo die Toten rumhängen? Del Piero Pier? Ist der ja. Im Süden? Ja, ne? Das ist der Pier, wo wir gestartet sind. Ach, das ist der Pier. Okay. Das ist der Spawnpunkt. Boah, wir haben zum Narren hält hier. Ja. Okay, gut. Er macht eine Schnitzeljagd. Das finde ich irgendwie ganz gut. Also er versucht es wirklich eine Chance zu geben, weil ansonsten ist das alles schwierig. Also ich versuche jetzt zum Pier zu fahren, aber ich so schnell wie ich... Warte mal, das bedeutet, er ist vom Pier runtergefahren. Wenn er erst den Corsa gesehen hat, dann das Schild. Wird erst vom Pier runtergefahren, so als hätten wir eine Jagd gestartet. Aber danach ist halt die Frage, wohin. Ich versuch's mal mit geradeaus in die Stadt. Ich bin ja in der Stadt. Ich hoffe, Life und Raider behält an meinen Daten für. Muss jetzt noch was finden, wo das war. War das nicht gegen Norden, Life and Raider? Hat Michael doch gesehen, ja. Da war Michael doch drin und hat die Bombe ins Handy gebaut. Genau. Erstmal eine Runde Gold. Das ist ein Golfplatz, Golfplatz. Direkt am Nähe, gleich wie wir da. Bin tatsächlich über den Golfplatz, aber er wird nicht auf dem Golfplatz sein, oder? Nein, der ist in der Nähe davon. Das Problem ist, wenn er es schreibt, ist er schon vorbei. Das bedeutet, wir sind immer einen Schritt hinter ihm. Wenn er immer noch in seinem Sportwagen unterwegs ist, dann ist das so schnell, ja, dass ich jetzt also nicht zum Meeting Point fliegen muss, sondern die Umgebung. Ist wieder Meeting Point in der FPD. Ja. Du musst auch wirklich so lachen, ey, Alter. Aber bevor ich da bin, ist er ja schon wieder sonst wo. Das ist halt der Punkt. Ich hab ihn, bei Meeting Point ist ein Bus, der wirklich schlecht fährt. Also, nee, warte, hä, der ist dem reingefahren, jetzt steht er da? Am Meeting Point. Ja. Hallo Helikopter, okay, es ist der Bus bei Meeting Point, denke ich. Okay, ich komm jetzt dahin. Nee, er ist der Sportwagen auf dem Meeting Point. Ja, er ist im weißen Sportwagen, fährt Richtung Krankenhaus. Oh, ja, super, da komme ich. Ja, genau da fährt er hoch, da wo der Blitzer ist. Der wurde garantiert geblitzt. Weiter Richtung Norden. Oh, warte, wo und dann nach links auf den Freeway. Wo bin ich gerade? Auf den Freeway? Auf den Freeway fährt er Richtung Westen. Dann müsste die ja theoretisch mehr gleich hingehen. Eindeutig zu schnell. Aber im normalen Verkehr fährt er. Alter, ist ja schnell. Ich komme in den Helikopter hinterher. Fährt immer noch Richtung Westen, immer noch. Alter, wie schnell ist dieses Auto? Jetzt fährt er die Abfahrt runter in der Nähe vom Pier. Fährt jetzt in die Stadt, fährt nach links Richtung Süden. Am Pier? Nein, Richtung Pier. Er ist in dem Stadtgebiet. Er fährt jetzt Richtung Süden, Richtung Flughafen? Nein, dreht um, dreht sich im Kreis, hält mich zum Narren und fährt in Richtung Westen weiter. Mann! Okay, also ich bin jetzt gar kein Krankenhaus vorbei. Ich versuche jetzt dahin zu fahren. Richtung Pier ist er. Ja, ich fahre. Ich kann ich vom Pier aus gesehen. Ich kann aus dem Mittelkorn aus dem Pier fahren. Auf der Straße in Richtung Süden beim Pier. Also direkt an der Wasserkante entlang die erste richtige Straße. Jetzt weiter Richtung Strand. Da wo die Masken kaufbar, da wo man die Masken kaufen kann, ist er jetzt. Fährt jetzt auf den Strand. Okay. In Richtung Bennys. Also zu den Bennys bei uns in der P. Steht am Strand. Okay. Und ich muss aufpassen, dass er mich nicht abknallt, denke ich. Denn er steht jetzt einfach am Strand. Dann fahre ich jetzt am Strand. Ich gewinne an Höhe extra mal. Dreht Donuts auf dem Strand. Warte ich. Wenn ich jetzt runterkomme, dann knallt er mich halt ab. Das ist das Problem. Ich bin abgebogen. Zum Strand zu kommen. Wenn ich jetzt lande und ihn abknallen will, dann treffe ich sowieso nicht so, wie der fährt. Müsste den Reifen zerschießen können bei ihm. So.
Das ist so doof, wenn man über ihm ist, man kann nichts tun. Solange du weißt, wo der ist? Ja, am Strand direkt. Ja, ich bin gerade am Strand. Ah, ich sehe den Hubschrauber, okay, ich sehe dich. Genau, ich bin ziemlich direkt da drüber. Der fährt hier halt mit einem echt schnellen Auto rum, das ist das Problem. Du hast gesagt, Moment, du hast gesagt. Da ist er. Vor dir. Ich seh ihn, ja. Der fährt mit seinem Porsche halt. Oder Audi, glaube ich. Ist er da links oder rechts? Ihn, ja. Geradeaus weiter, an der Promenade entlang. Jetzt auf Höhe Pier. Fährt auf den Pier. Auf den Pier, okay. Ja, ich habe eine Idee. Ist er jetzt am Pier? Ich glaube, er ist am Pier, ja. Warte. Falls er die Straße hochkommt, stehe ich bereit. Ich fahr jetzt zum Pier. Ja, er ist von unten lang auf den Pier gefahren. Kommt die Straße hoch, er kommt hier hoch. Warte, ich fahr so. Na, vom Pier aus nach rechts, also nach Richtung Süden. Ja, okay, jetzt fährt er wieder nach rechts in Richtung Strand. Okay. Komm bei Maze Bank. Ah. Oh. Hä? Ja, der ist sonst wo schon wieder hin. Wo ist. Also wieder eine halbe Stunde hingehen wir noch und ganz ehrlich, so schnell wie der von Hühnerhaut springen kann und alles, so schnell kann ich nicht hinterher fahren. Ja, richtig. Das war's. Das war's schon länger, ehrlich gesagt. Man kann dein Auto nicht verfolgen, es geht nicht. Nein, das ist nicht verfolgbar gewesen, einfach. Also ich sag halt, wie es ist, ne? Na gut, wenn du Sans Röntgenblick gehabt hätte, dann hätte er eine Chance gehabt oder so. Nee. So, Sans, ich weiß, glaube ich, was er jetzt ansprechen möchte. Es war halt so, das war ein bisschen unlucky. Deswegen habe ich jetzt auch die ganze Zeit die Tipps gegeben und bin die ganze Zeit wie ein Verrückter rumgefahren. Da vorne fährt der Schrotthaufen rum. Der hat mich verfahren. Ich war gerade den Highway Richtung Hafen. Nein, du fährst vom Hafen weg, du bist mir entgegengekommen, ich bin am Strand. Ach du, Moment, Strand, Hafen. Moment. Wer von uns hat gerade den Denkfehler? Das bin ich. Ich kann die Schienen jetzt quasi, riechen? Noch nicht ganz, ich hab mich verguckt. Das ist jetzt bei diesem einen Apartment, was man kaufen kann. Da ist er. Kann man alle kaufen.